Bei der Macht von Grayskull! Endlich draußen! Hurra, die Welt geht unter! Morgen geht ihr in den Laden und kauft unsere CD. Hurra, die Welt geht unter! Der wahre, treue und loyale Fan hat sich für uns, für seine geliebten Führer aufgeopfert. Er hat lächelnd sein Kind verhungern lassen, um genug Geld zu ersparen für die neue KZ-CD. Das ist eine Tatsache. Ich will, dass ihr morgen die CD-Geschäfte stürmt. Jawohl. Und jedes einzelne dort liegende KZ-Album aufkauft. Der 11.7. wird Tag 1 nach KIZ. Das haben Sie glasklar erkannt, Genosse. Sehr richtig. Die Hater stehen vor den Toren der Stadt. Nein! Erst bezichtigen Sie uns der Wackness. Dann downloaden Sie unsere Alben. Und dann gewinnt KIZ. Die Wahrheit setzt sich durch. Eine Idee kann man nicht downloaden. Sehr richtig. Die Kommandozentrale wird mittlerweile seit Stunden erschüttert von Bombeneinschlägen und Gewehrsalven. Aber wir stehen hier. Ihr kriegt uns hier nicht weg. Niemals. Das alles sind wir. Sie sind gekommen, um all das zu nehmen, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Wir lassen uns die Butter nicht vom Brot nehmen. Es ist sehr wichtig, dass ihr das morgen erscheinende KIZ-Album kauft. Und kein Album der Konkurrenz. Der Feind, er steht vor den Toren. Und eventuell wird meine Hülle nicht mehr da sein. Nein! Vielleicht werden wir, die lieben Führer, in einen anderen Aggregatzustand übergehen. Vielleicht werden wir einen Brei aus Fleisch und Gedärmen. Bomben schlagen ein. Für euch zeichne ich diese Botschaft auf. Könnt ihr sie hören, die Hater? Die aufgeputschten Sharp-Monster, die vor den Toren stehen und uns unsere verdiente Nummer 1 wegnehmen wollen? Nicht mit uns, meine Freunde. Aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Wir stellen uns mit aller Kraft dagegen. Wollt ihr euch von ihnen hinrichten lassen, versklaven lassen, vierteilen lassen? Oder stellt ihr euch mit stolz geschwellter Brust ihnen in den Weg? Granatensalven durchlöchern und durchbohren die Wände unserer Herzen. Einen Strohhalm kann man vielleicht leicht zerbrechen, aber nicht 20.000, 100.000 Strohhalme. Und wenn das Kannibalenlied erklingt, wisst ihr, dass der Kampf noch nicht zu Ende ist. Fotzen! Sie kommen und gehen, doch die Crew bleibt bestehen. Der Hater hat sich mit Hilfe seiner Schergen, der Klatschpresse, den Castingshows und den giftigen Illuminaten den Weg bis an unsere Tore gekämpft. Geht dort nach draußen und stellt euch den Hatern in den Weg. Geht raus und macht die letzte Limited Special Edition ausfindig, um die Bewegung zu unterstützen. Die Hasser, sie werden hassen. Die Ewiggestrigen werden versuchen, uns zu diffamieren. Ich stimme Ihnen zu, Genosse. Wir sehen uns wieder in einer besseren Welt, auf den Trümmern des Paradies. Und falls ich diesen feigen Angriff der Hater nicht überstehen werde, will ich von dir, Fan, dass du noch meine Wäsche aufhängst, meine Steuererklärung machst und meine Blumen gießt. Danke.